Hallo Leute, schön, dass ihr hier seid bei Landwirtschaft Simulator mit der Mistkäfer. Und Endkräfte 27. Das ist so verwirrend, oder? Also, weil du gerade aufsteigst, oder wie? Ja, mit der Motorsäge. Du steigst auch gerade auf, sehe ich. Wunderschön aus, wie du da vor dem Haus stehst. Genau. Ja, unser Ziel war es, Millionär zu werden, haben wir letztens nicht geschafft, vielleicht in der Folge. Weiß ich. Was haben wir überhaupt geschafft letztens? Ja, wir haben ja die Silage Kacke gedünst gemacht, oder? Vielleicht schauen wir einfach mal durch, wo unsere Fahrzeuge stehen. Das würde vielleicht einiges helfen. Auf alle Fälle haben wir ein Radio an. Wie schalte ich jetzt nämlich Radio aus? 5. Ich habe DAB gedrückt und der Radio geht an. Dafür eigentlich muss normal halt. Okay, hier haben wir Silage reingekippt. Ja, okay. Also, hier ja, steht aber auch nicht. Wir haben halt hier diese Lage, davon liegt noch eine Menge rum. Wieso ist die noch zugedeckt? Achso, die stimmt, die wird ja langsam auch. Stück für Stück. Hier hat jemand gesät, glaube ich. Wir haben gesät und gekrubbelt. Wir haben ja die neuen Felder schon vorbereitet. Okay. Sind ja nur noch an Feld 12 dran, oder? Ja, der Rest ist schon. Wir sehen übrigens Mais. Hä? Warum sehen wir Mais? Ja, für Silage. Wollte man das nicht mal ändern? Was ändern? Dass wir kein Mais sind. Ja, was ist denn sonst für Silage sehen? Eigentlich was anderes, ja. Ne, wir müssen ja irgendwas anderes, ja, aber damit ich glaub, wir Murdoch mehr Gewinn machen. Murdoch hat's, glaube ich, nicht geändert. Das heißt, du wirst jetzt wahrscheinlich Mais setzen müssen. Ja, wir müssen Mais sein. Oder, hä, was ist denn das? Sehr gut, das Feld ist da schon teilweise, ja. Moment. Du kannst ja unter Escape schauen, was drauf ist. Ja, sehe ich ja. Also, nee. Wo bist denn du gerade? Ja, auf. Vor dir. Auf dem Schlepper. 12er. Ja, du fährst ja da drüben. Genau. Achso. Achso, da ist, wird jetzt noch Mais angezeigt. Ach so. Weil das mal früher drauf war. Also, auf dem Feld ist noch gar nichts. Auf Feld 15 und 14 ist noch Körnermais drauf. Oder halt schon wieder. Ja, dann können wir da was anders drauf klatschen. Ja. Ja, macht macht's Spaß mit 6 km/h? Nee, 8. Du glaubst, da war's 8. Dann ja, fährst du auch Backup. In deiner Folge war's 6. Weil du den Folgennamen gelesen hast, so wie. Ja, und dann musste ich gucken, warum 6 km/h. Seemaschine. Das ist ja dann die falsche. Das oder was wollen wir sehen? Was kann man hier eigentlich sehen damit? Ja, mit der nur Sachen, die wir nicht ernten können. Ja. Willst du nett Rüben sehen? Wenn du sie dann erntest? Wir haben keine Rübenerntemaschine. Deswegen meine ich ja. Wir wollten noch mal Fließbänder kaufen für. Ja, das brauchen wir eigentlich nicht, weil es geht so auch. Wir brauchen halt nur den Preis, der muss passen. Das ist eher das Problem gewesen, der Preis. Ja. Und wir haben noch immer kein Erbe bekommen. Ein Erbe? Kein Erbe. Ich sage einfach da nach irgendeiner Folge, Schwester Heidrun ist gestorben. Aus dem Grund haben wir jetzt 1 Million mehr auf dem Konto. Ah, apropos 1 Million mehr. Ich habe ja einen Mod von LS11 konvertiert. Ne, 12, 13, 14, 15, 15. So, da sind wir dann. Wir können jetzt mehr Kredit aufnehmen. Stimmt, das war ja der Punkt. Da sind wir ja letztens stecken geblieben. Was wollen wir denn jetzt sehen? Weizen wieder? Was bringt denn was? Aber ja. Wo steigen die Preise und was können wir ernten? Wo kriegen wir auch viel raus? Ja, Raps kriegen wir immer viel raus. Raps. Der das mit der Blume. Weizen, Gerste, ab. Mit den Kügelchen. Wo wir da auch nur Hälfte halt rauskriegen, 0,6, also 0,58. Ja, aber vom Preis her, du musst halt mal rechnen. A steigt der Preis, B ist Nachfrage sozusagen. Ja, aber bis wir den ernten, braucht das nicht auch kein Schwein. Na doch. Ich
kann ja mal die Zeit runtersetzen. Wir müssen dann eh auf dem Server mal testen. Das läuft doch nicht weiter, wenn man nicht da ist. Ja, das können wir ja dann einstellen, dass er nicht weiterläuft. Ja, wir wollen das Ganze ja dann mal auf dem Server poppen, dass ich auch mal Geld sehe. Oh Gott. Der Finanzminister will Geld ziehen. Nein, nein, nein. Ey, ich programmiere schon einen Mod. Ja eben, das siehst eh nochmal alles. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob er es vom Spiel aus lässt oder ich weiß nicht, ich hab's im Multiplayer noch nie und das Geld bin ich noch gar nicht dran. Ich krieg noch keine einzige Information, welche Trecker du hast oder überhaupt was. Ja, das braucht dann. Wichtig ist mal, für den Anfang ein Mod, der funktioniert mit Standardzahlen. Ja, Standard. Bin ja dran. Dann aus. Spurreisen. Ist ja wunderschön. Wollen wir jetzt Raps? Ja, wie du meinst, das was jetzt nie über. Ich grubber mal. Ich kann's. Hauptsache ich hab dein Dünger bei mir angezeigt. 94 in die Prozente. Rechts unten. Ja. Ich hab 0. Ja, weil ich ja nichts sehe. Weil ich nichts habe, aber ich will schneller als wie du. Kann das sein? Fahr mit 10. Ich mit 8. Ich habe nur gerade nachgeschaut, ob auch so das Ganze passt. Du könntest aber rein theoretisch den großen Schlepper nehmen. Keine Ahnung, wo der steht. Ja, stimmt, denke ich beim Durchswitchen. Also, der ist bei der BGA. Mit dem Frontlader. Stimmt, der ist ja der einzige, der von. Hier. Genau, das war ja das Problem. Konnten uns ja nicht mehr leisten. Nein, und bei der nächsten Abbuchung haben wir auch ein Problem. Das heißt, wir müssen den Kredit aufnehmen. So schlimm, mein Leben. Ja, und ich bin der Finanzminister von dieser GmbH. Ja, und wir machen nur Minus. Ich musste mit der Bank reden, dass wir mehr Kredit kriegen. Die Frage ist halt, wie machen wir das am besten? Gehen wir ein bisschen mehr in die Forstwirtschaft? Oder was? Damit wir ein bisschen Abwechslung hätten. Können wir auch machen. Ich würde halt. Ja nicht, du hast ja einige Mods irgendwie hinzugetan. Genau, ich würde halt sagen, vielleicht gehen wir jetzt ein bisschen in die Forstwirtschaft. Nur damit wir unser Kredit ein bisschen dann runterholen. Also erst Kredit aufnehmen, dann noch Kredit ein bisschen runterarbeiten mit Forstwirtschaft. Und dann gehen wir in die Tiere. Tierzucht und so, oder? Tiere würde ich auch mal sehr gerne machen. Und dadurch, dass wir eine Tierzucht machen, müssen wir gleichzeitig Felder auch wieder machen, weil da brauchen wir ja alles mögliche. Wie geht ein Allrad an? Shift 3, 4, 5, glaube ich, oder 4, 5, 6. Shift oder Alt, 4, keine 4, Ahnung. 5, 6, so. Jetzt bewegt er sich auch wieder. Du bist festgesteckt, oder was? Na, mit 0 km/h hier hochzufahren und macht das geil. Muss man eigentlich in der Spur fahren? Fährt man da mit dem Spurreiser drin direkt in der Spur oder in der Mitte die Spur behalten? In normalen Mitte, normal mit der Schlepper. Also in der Mitte. Ich glaube ja. Macht normal Sinn. Also scheint es zu passen. Kenn mich doch nicht aus. Ja, ich auch nicht. Ja, du kennst dich mehr in diesem ganzen Branche hier aus als ich. Wir haben wohl auch. Wir hatten wohl auch eine Landwirtschaft, aber solche Maschinen hatten wir nie. Mit Spur, also. Ist ja, ein Luxus. Wir hatten auch keinen Gruber oder so. Das Einzige, was wir hatten, war einen Pflug und eine Ecke und eine Setzmaschine. Das war's aber schon. Kein Luxus auf dem Feld. Nein. Kartoffelsetzmaschine, eine Kartoffelroder. Warum reißt du jetzt die Früchte ab? Weil das. Das fährt einfach übers Feld. Weil das nice ist, den wir nicht brauchen.
die könnten wir ernten. Der war letztens noch nicht fertig. Ja, der ist jetzt auch nicht fertig bei mir. Ja, hast du durchaus recht. Irgendwie hat der hat dann ein bisschen Probleme, glaube ich, mit dem Feld. Das habe ich aber auch schon gelesen, dass das ein Problem ist. Ja. Teilt LS, was wollen Sie erwarten? Was wollen Sie erwarten? Natürlich viel mehr. Viel mehr als was? Kettle und Crops. Vielleicht. Es ist halt. Mal gucken, was daraus wird. Werden wir alle sehen. Irgendwann. Oder auch nicht. Wer weiß, wer weiß. Positiv immer rangehen an die ganze Sache. Naja, immerhin kaufen wir uns Spiele und spielen sie dann auch nicht, gell? Was denn? Naja, ich habe halt zum Beispiel noch Bus-Simulator, den ich noch kein einziges Mal gestartet habe. Ich habe Transportfieber, den ich noch kein einziges Mal gestartet habe. Transportfieber hast du gestartet? Ja, gestartet, aber noch nicht gespielt, weil es einfach nicht ging. Wir hatten ja jetzt eine Variante und die gefällt uns ja alle nicht. Deswegen. Ja, Leute. Aber ich muss gucken, dass ich jetzt echt die Woche ein bisschen mehr mache. Was? Hochladen? Ja, mal überhaupt hochladen. Das ist ja mal Punkt 1. Punkt 1. Wir haben ja ein Minecraft-Projekt vielleicht mal anreißen. Ja, was ich noch nicht hochgeladen habe und bei der Miss Käfer also sind wir machen schon. Das ja jetzt im Wechsel mit Factorio. An einem Tag kommt ja quasi Factorio, am anderen Tag Minecraft. Und es kommt ja normalerweise jeden Tag. Normal, muss man auch dazu sagen. Ja, und somit ist eigentlich Minecraft am 1. Dezember gestartet. Nur bei mir nicht, bei mir kommt. Bei mir gibt's die Folge. Weiß ich nicht, also schaut jetzt alle bei mir vorbei und. Genau. Ja. Bei mir gibt's dann halt 3 oder 4 Folgen an einem Tag. Ja, es ist halt, wenn man Stress hat und keine Zeit und. Wir müssen, wie ich schon gesagt habe, wie bei Factorio ein paar Monate im Voraus aufnehmen, dann haben wir keinen Stress. Das ist halt wirklich das Geile. Factorio laden wir die Folgen gar nicht mehr hoch. Nee, wir haben mal 200 zum Hochladen, aber. Ich hab die letzte Folge am 9.10. hochgeladen. Ja, ich hab danach wohl hochgeladen, aber alle Folgen habe ich auch noch nicht hochgeladen. Du hast die nächste Aufnahmesession hochgeladen, aber jetzt noch nicht die letzte, die wir hatten. Genau. Wir müssten auch mal wieder spielen, damit wir Minecraft wieder spielen. Der Factorio war mal wieder interessant. Ja, Minecraft ist eigentlich erstmal wieder. Das ist das nächste dann. Ja. Nur da müsste ich dann mal wieder ein neues Modpack machen und. Ja, versuchen. Vielleicht kannst du dich ja morgen hinsetzen, dann können wir das vielleicht sogar morgen schon aufnehmen. Kann ich machen. Ja, du musst ja nur mal grob so drüber gehen. Du musst ja nicht. Wenn man den Fehler behebt, ist schon mal viel wert. Das ist aber. Vielleicht fixt er sich ja von selbst beim Update. Könnte auch sein, ja. Das wissen wir ja jetzt nicht, sonst ist es komplex. Weil wir kennen uns mit Mods nicht aus und wir wissen nicht, welcher Mods jetzt eigentlich wiederum eine Tür überschreibt. Sonst würde ich direkt sagen, Tracking API, nur das haben wir leider nicht drin. Und so stehe ich auf dem Schlauch. Seit Wiener lässt, da weiß man auch nicht, was ist. Obwohl wahrscheinlich irgendwelche solche Mods, die alle möglichen Dinge machen. Meistens auch. Solche Mehr-Tools-Mods irgendwie haben wir ja ein paar drin. Das sehen wir eh. So, die Frage ist natürlich, welcher Mod das jetzt wiederum ist. Haben wir eigentlich hier, warte mal, wir haben ja hier auch noch mehr Mods. Aber kein Fehler in der Lok, sehe ich gerade so. Wundert mich. Eigentlich bei den großen Modpack, was wir schon haben, haben wir noch keinen einzigen Fehler in der Lok. Ja. Das heißt, wir brauchen wahrscheinlich gar keinen Mod rausnehmen. Was ich gemeint hatte. Außer er hat natürlich Funktionsprobleme. Oder wenn du was Gewisses machst, dass er dann
Ja.